Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil 3, dem Remake. Ja, hier klappert es immer noch ganz schön hinter mir und ich weiß auch gerade so gar nicht, was ich jetzt machen möchte. Eigentlich möchte ich nur aufhören und gar nicht mehr weiterspielen. Aber ich wollte hier nochmal kurz nachgucken. Sturmmunition ist klar. Erste-Hilfe-Spray hoffe ich mal nicht, dass wir das brauchen. Schießpulver. Ich meine, gut, da haben wir jetzt schon sehr viel. Aber wir haben, glaube ich, kein zweites mehr, soweit ich weiß. Also dieses verbesserte. Brandgranaten haben wir noch 6. Ich weiß halt nicht, was jetzt noch kommt. Das ist mein großes Problem. Wenn jetzt gleich irgendwie der Bosskampf startet, weil ich gehe mal davon aus, dass bald wohl der nächste wieder kommen wird, bin ich natürlich gearscht hier, ohne die ganzen Sachen dabei. Aber naja, ich werde es mal riskieren. Wir müssen ja eh noch den Impfstoff machen, holen. Eigentlich stand mein Ziel oben rechts drin. Jetzt steht es nicht mehr drin. Moment, wir können... Ach stimmt, oben waren wir jetzt noch nicht. Dann schauen wir da doch mal nach. Jetzt zwei Zombies. Sitzt so da, als ob du gleich aufstehen würdest. Hab ich mal wieder recht gehabt. Vielleicht ist jetzt keiner um die Ecke. Doch, da ist noch einer um die Ecke. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts durchgebrochen. Oh, da steht er schon auf. Okay, ich habe zu lange gebraucht. Sehr schön. Und wieder Flintenmunition. Ja, irgendwo drauf liegt der. Ah, auf dem Tagebuch. Isaacs Graves Tagebuch. Die Bezahlung war üppig, die Zusatzleistung gut. Und am wichtigsten, sie versprachen mir, dass ich einen Beitrag zu modernster medizintechnischer Forschung leisten würde. Für einen Universitätslehrenden aus nirgendwo Amerika war das eine unglaubliche Chance, wie ein Gewinn im Lotto. Also nahm ich an. Ich überzeugte meine Familie und wir sind hier nach Raccoon City gezogen. Böser Fehler. Nun im Nachhinein weiß man es immer besser. Dieses Labor ist eine Hölle von Monstern, die grausame und barbarische Experimente mit dem eigenen Zweck durchführen. Menschliches, ich dachte gerade zuerst, die meinen die Zombies. Menschliches Leben in der abscheulichsten Weise wie möglich zu nehmen. Es ist krank. Die Welt muss davon erfahren. Aber jedes Mal, wenn ich mir genug Mut ansammle, um Alarm zu schlagen, muss ich an Penny und Chasey denken und kriege dann sofort kalte Füße. Umbrella hat diese Stadt in der Tasche. Es gab da diesen Typ, den sie dabei ertappten, wie er Firmengeheimnisse nach draußen schmuggelte. Sie haben ihn regelrecht an die Betas verfüttert. Verfüttert. Ich habe alles mit angesehen. Ich habe meine Frau und Tochter da nur mit reingezogen. Ich muss nur meinen Job machen. Nur machen, was sie mir sagen. Ihretwillen. Aber dies soll ein Beleg dafür sein, dass ich ein Gewissen habe und dass ich meine Lektion gelernt habe. Jetzt habe ich auch noch so einen Schluck auf. So, dich hatte ich gerade schon getestet, ne? Okay. Ich will gar nicht wissen, was hier passiert ist. Okay, ich hoffe, da kommt jetzt keiner raus. Das scheint wirklich nur eine Leiche zu sein. Okay. Es liegt auf jeden Fall jemand hier. Haben wir jetzt hochwertiges Schießpulver? Ah, schön. Okay.
Konnte man, nee, das konnte man nicht mitnehmen. Pistolenmunition. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich mit der Pistolenmunition machen soll. Ich brauche jetzt überhaupt gar keine Pistolenmunition mehr. Ja, okay, ist nicht ganz richtig. Ich meine, die normalen Zombies erledige ich ja auch so mit der Pistole. So, aber ich glaube, wir können natürlich doch irgendwas ist hier auf jeden Fall noch drin. Legen Sie zum Start der Impfstoffsynthese die Rohstoffe in die Kammer. Synthese? Okay. Ich muss ihn selbst herstellen? Okay. Muss rausfinden, wie. Essay zur Impfstoffsynthese. Okay, wenn sie darum fragt, dann kriegt sie natürlich direkt eine Antwort. Über die Rolle von Antigenen und Adjuvantien in der Impfstoffsynthese. Dr. Nathaniel Barth, leitender Forscher Spencer Memorial Hospital. Für die effizienteste Synthese eines Impfstoffes sind sowohl ein Antigen und ein Adjuvans erforderlich. Das Antigen produziert eine Immunreaktion, während das Adjuvans die Wirkung solcher Reaktionen verstärkt, was zu einer erhöhten Antikörperproduktion führt. Indem man Proben dieser beiden Stoffe kombiniert, kann man eine potente Impfstoffbasis herstellen. Indem man diese Impfstoffbasis mit unserer eigenen Verarbeitungsanlage aufbereitet, kann eine größere Menge Impfstoff erstaunlich leicht hergestellt werden. Okay. Darüber hinaus führt die Verwendung meiner neuesten Antigen- und Adjuvanzproben zu beispiellosen Raten der Antikörperproduktion. Oh, so viele Antis. So wird eine mehr als tausendfach höhere Antikörperproduktion als durch traditionelle Stoffe erreicht. Dadurch ist die Arznei nicht nur ein effektiver Impfstoff, sondern kann womöglich auch dazu eingesetzt werden, bestehende Infektionen zu beseitigen. Okay, da sind sogar zwei, sehe ich gerade da hinten. Eher nicht. Er auch nicht. Okay. Haben wir denn jetzt alles? Ne, wir haben immer noch nicht alles. Aber es kann auch sein, dass das an dem Gerät liegt, weil wir da noch was mitmachen müssen. Hier haben wir auch nichts. Was ist hier? Nein. Falsche Taste. Da höre ich doch was. Sehr schön. Aber ich werde garantiert nicht alle finden. Also die meisten sind ja so blöd versteckt. Ja, dass man halt nichts findet. Was ist das? Oder kann man was machen? Sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt. Was haben wir denn hier? Ah. Sicherheitsschlüssel entfernt. Okay, aber viele Plätze habe ich jetzt nicht mehr. So langsam glaube ich, ich sollte wirklich ein bisschen Munition wegtun. Das kombinieren wir mal. Tja, in dem Fall wäre es mir eigentlich schon ganz lieb. Wo müssen wir den denn jetzt benutzen? Ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt hier wieder neue Gegner kommen, wenn ich jetzt hier rumlaufe. Habe ich da nicht gerade was stöhnen gehört? Oh, ich ahne Böses. Oh oh. 6 Schuss habe ich davon noch. Ich weiß nicht, ob das wirklich weiße waren. Ich gehe nochmal ganz kurz hier rein. Ich schmeiß mal eben die Sachen hier rein. Beziehungsweise, das war Schießpulver, ne? Genau. Das kombinieren wir nochmal kurz. So, dann haben wir genau 20. Die 4 tun wir auf jeden Fall erstmal rein. Die 3 tun wir auch rein. Dann haben wir 4 freie Plätze. Ich hoffe, dass das reicht. Ja. Stehst du jetzt auf? Anscheinend nicht. Beziehungsweise 5 freie Plätze, ja genau.
Da steht, glaube ich, ein normaler Zombie drin. Oh, fuck. Es ist aber nicht nur ein normaler Zombie drin. Ich sehe dich. Der kommt noch nicht. Oh fuck, das ist auch wieder so einer. Oh, das ist noch so einer. Oh, leck mich am Arsch. Wie viele denn noch von diesen blöden Viechern? Wieso hat die denn jetzt die andere Pistole genommen, wenn ich nach rechts gedrückt habe? Oh, wollt ihr mich verarschen? Das ist ja noch einer. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe nur noch zwei Schüsse. Echt nicht euer Ernst. Aber ich glaube, jetzt kann ich unten mal gucken, oder? Oder ist da noch irgendwo einer? Die habe ich alle erschossen. Ja, das waren anscheinend alle. Okay. Wie viel Platz habe ich jetzt noch? Vier Stück. Sturmgewehr. Ja, das hätte ich jetzt auch liegen lassen können. Aber ich denke mir immer, vielleicht brauchen wir das ja am Ende, weil wir sonst nichts mehr bekommen. Aber wir kriegen eigentlich recht gut. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder alles voll. Das ist blöd. Was ist mit der Tür? Die ist eigentlich offen. Können wir da oben noch irgendwas mitnehmen? Nee, da gibt es nichts, ne? Okay, ja. Ich werde auf jeden Fall die Sachen erstmal wegtun, weil nachher brauchen wir wirklich noch Platz. Wir brauchen ja den Impfstoff. Den müssen wir selbst herstellen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall zwei Teile frei. Das ist jetzt Sprengstoff. Sprengstoff haben wir, soweit ich weiß, nichts mehr drin. So, Sturmmunition, das weg. Das können wir von mir aus einmal kombinieren. Aufladen können wir nicht mehr. Dann haben wir nämlich wieder fünf freie Plätze. So. Hier war das jetzt. Jetzt ist die Frage, gehe ich erst oben oder erst unten? Ist eins von den... Ne, ist beides zum Aufschließen letztendlich. Hat mich auch nichts erwischt, ne. Du stehst doch bestimmt auf, oder? Ich glaube, die ist tot. Gut, Labor. Da ist noch eine Kammer. Da kann ich noch hin. Mit Pistolenmunition. Na ja, gut, im Moment können wir sie ja noch mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, ich höre doch wieder ein altbekanntes Geräusch. Okay. Was ist das hier? Schießpulver. Schießpulver nehme ich immer gerne mit.
Bitte um Waffengenehmigung. Sehr geehrter Dr. Emerson, ich möchte Sie offiziell darum bitten, die Waffen, die normalerweise dem Biowaffensyntheseteam vorbehalten sind, auch den Mitarbeitern zugänglich zu machen, die mit der Aufnahme und Verabschiedung von Testpersonen beauftragt wurden. Diese Testpersonen sind zwar nicht so gefährlich wie unsere Biowaffenprodukte, aber ich glaube, dass diese Waffengenehmigung ratsam ist, wie unten erläutert. In letzter Zeit haben einige Testpersonen eine neue Mutation entwickelt, die sie mit sehr hohen Regenerationsfähigkeiten ausstattet. Ja, die scheiß weißen Zombies. Unser Team nennt diese Exemplare Peelheads. Ihr Vorkommen ist regelmäßig, aber der spezifische Grund dafür muss noch gefunden werden. Durch die erstaunliche Regenerierungsrate dieser Peelheads ist es schwierig, sie mit herkömmlichen Waffen zu töten. Im Falle eines Systemausfalls der Anlage wäre unser Waffenarsenal für die Verteidigung nicht ausreichend. Das ist ja mega geil. Aus diesem Grund bitte ich darum, alle Mitarbeiter in den Abteilungen für Versand und Abfertigung mit Waffen mit hoher Feuerkraft auszustatten. Ja, das heißt, man kann sie rein theoretisch auch mit den anderen... Hallo? Was ist jetzt los? Dadurch wird sichergestellt, auszustatten, die in der Lage sind, Peelheads zu töten. Dadurch wird sichergestellt, dass wir im Notfall die Gefahr schnell eliminieren und sicher evakuieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Manager für Versand und Abfertigung, Gabriele Reed. So, ich werde aber mal kurz einen kleinen Cut machen, weil der weil der anscheinend hier die Verbindung zu irgendwas verloren hat. Ich schaue doch mal eben nach und dann sehen wir uns gleich wieder.